Am 21. Mai 2016 findet die Immobilienbörse der Stadtsparkasse Remscheid statt. Für unsere geprüften Kaufinteressenten suchen wir Einfamilien, Mehrfamilien und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen. Kontaktieren Sie Bianca Nau vom Immobiliencenter der Stadtsparkasse Remscheid. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Handballer der HG Remscheid hatten am Samstagabend in der Verbandsliga den TV Ratingen zu Gast in der Sporthalle Neunkamp in Remscheid. Ein weiteres Schlüsselspiel für die HGR, um dem Traum des Oberliga-Wiederaufstiegs aufrecht zu erhalten. Die HGR schaffte früh eine 3-Tore-Führung und sie kontrollierten die Partie in der ersten Halbzeit. Aber die Ratinger schafften es immer wieder, auf ein Tor heranzukommen, wie zum Beispiel beim Stande von 10:9 und 13:12. Aber die HGR hatte ihre Phasen in der ersten Halbzeit und ging mit 17:14 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zog die HGR auf 21:14 davon. Aber die harte Gangart der Ratinger wurde von den Schiedsrichtern nicht richtig unterbunden. Und das erlaubte den Gästen im Laufe der zweiten Halbzeit immer wieder heranzukommen. Aber die HGR bewahrte einen coolen Kopf und konterte immer wieder clever, wie hier durch Jacek Krajnik zum 25:18. Zum Ende hin wurde es ein klares Ergebnis, ein 33:23 für die HG Remscheid gegen den TV Ratingen. Und damit rutscht die HGR hoch auf Platz 3 in der Verbandsliga-Tabelle mit nun 30:12 Punkten hinter der SG Überruhr und Mettmann. In der Verbandsliga-Meisterschaft gibt es nun eine Osterpause. Und die HGR spielt erst wieder am Samstag, den 9. April, beim Tabellenletzten Niederbergischer HC in Velbert.